zeigen, was wir können. Halt her! Ja, ich bin ein großer Basketballfan. Ich liebe den Sport und ja, ist ab und zu mal eine Abwechslung. Ist halt immer schade, dass man wenig Zeit hat für private Dinge oder für die Freizeit, ein bisschen Basketball zu spielen und auch die Spiele anzuschauen. Und da ist es immer was Tolles, wenn man ein bisschen Zeit findet, abhängig vom Training, den man hat, ein bisschen Basketball zu spielen. Ich habe zu Hause auch einen Korb. Ich spiele auch sehr oft. Wie gesagt, es ist immer schade, dass man wenig Freizeit hat. Ich würde das gerne öfters machen, in der Halle spielen, mit Freunden spielen, aber da fehlt halt die Zeit. Und genauso wie die Spiele in der Halle anzuschauen, weil das sich immer mit unserem Training und unseren Spielen überschneidet. Du hast jetzt hier von der Mittellinie ein paar Körbe auch getroffen, 3-4 Stück. Wie war die Challenge mit den anderen Spielern? Wie hast du die anderen Spieler gefunden? Wie war deine Leistung? Meine Leistung war super, hat ja jeder gesehen. Also ich habe jeden Ball versenkt. Die anderen haben sich schwer getan, die professionellen Basketballer. Und daher gehe ich heute mit breiter Brust hier raus und kann sagen, ich habe gewonnen. Du hast jetzt hier auch Dirk Nowitzki ausgefordert. Du hast jetzt hier dreimal getroffen. Wie oft triffst du dann gegen Dirk, wenn es soweit ist? Na gut, ich hoffe, dass er noch einige Jahre weiterspielt in der NBA. Und dass ich auch mal die Zeit finde, ihn zu besuchen. Das wollte ich immer machen, ein Spiel von ihm zu sehen. Und wenn nicht, dann, wenn wir beide mal nicht mehr spielen, dann treffen wir uns mal in der Halle irgendwo und dann werfen wir mal und dann schauen wir mal, wer besser ist. Was uns interessiert ist, was ist dein Team in der NBA? Ich bin erstmal großer Dirk Nowitzki-Fan, darum auch gleichzeitig Dallas-Fan. Und ich war schon immer Chicago Bulls-Fan, also schon seit klein auf. Mit Michael Jordan, Rodman, Kukoc, Pippen und noch viele andere. Und auch das Wappen der Bulle, die Farben, Rot mit ein bisschen Weiß wie Köln. Es hat immer gepasst, das waren immer meine Farben, Rot-Weiß. Und daher bin ich Bulls-Fan und aber auch generell NBA-Fan. Also ich schaue mir das einfach gerne an. Ich genieße die Spiele, habe Spaß und es ist immer viel Action dabei. Es ist ein geiler Sport mit Action, mit guter Stimmung, immer mit viel Show dabei. Und darum liebe ich dieses Spiel. Du bist seit Jahren erfolgreich im Fußball. Hast du auch Projekte, was den Basketball anbelangt? Ja, ich unterstütze ein Team in Köln, also seit genau einem Jahr. Wir sind jetzt in der zweiten Liga. Ich bin der Unterstützer des Vereins und ich hoffe, dass wir dann in den nächsten 3-4 Jahren in der ersten Liga spielen können. Und das nächste Ziel ist auch mal ein Spiel gegen Galatasaray zu machen, also Köln gegen Galatasaray, entweder in Istanbul oder in Köln. Das ist ein Ziel, versuche ich mit den Verantwortlichen zu klären und ich hoffe, dass es spätestens auf die Vorbereitung zur nächsten Saison dann klappt.